Ja, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video von mir. Heute reagieren wir mal wieder auf die Jungs von JQ Entertainment. Und zwar auf das Video Debatte Frau versus Mann. Diskussion geht zu weit. Wer diskutiert besser? Alles klar, bin ich mal gespannt. Wer gewinnt die Diskussion? Mann oder Frau? Let's go. Hey, Bruder. Was war das? Ah, okay. Das sind die beiden vom letzten Straßenvideo, nehme ich mal an. Leute, es... Woher, haben die diskutiert oder haben die gekämpft, Digga? Es ist heute sehr angespannt. Es ist heute sehr heiß. Warum schreiben die nicht MMA-Fight zwischen Mann und Frau in die Überschrift rein? Jetzt gewesen. Wir haben heute wieder Diskussion zwischen Mann und Frau. Leute, ich sag euch ehrlich, das Format von uns kennt ihr. Man hat diese Stimmen. Wir sind gerade in Köln aus Düsseldorf locker gehört, Bruder. Ja, ne, so. Es kam sogar kurz die Polizei. Wir mussten kurz unterbrechen. Es kam zu so vielen Diskussionen. Ja, wir haben sehr interessante Fragen wieder gehabt. Wir haben zwei Granaten am Start gehabt, wo beide auch am Anfang eine Ansage gemacht haben. Also, ich habe auf jeden Fall gerade paar Genzellen verloren. Ja, in dem Sinne, Leute, ihr entscheidet, sehr, sehr wichtig, ob Mann bessere Argumente hatte oder die Frau bessere Argumente hatte. Holt euch einfach Popcorn. Naja, letztendlich kann man nicht sagen, ob, ne, Mann oder Frau, man kann das nicht verallgemeinern, ob Mann oder Frau besser argumentiert hat. Man kann hier einfach nur sagen, welche Person besser argumentiert hat. Es ist einfach nur abhängig von der Person her, wie, sage ich mal, fortgeschritten die halt sind in ihrer Birne, ne? Kannst jetzt nicht einfach ein junges Mädchen da hinstellen und irgendeinen Typen und dann sagen, Mann oder Frau, weißt du? Was zu trinken? Das ah, okay, gut, wir schauen mal. Und Leute, ich bin gerade nicht alleine. Ja, wir sind gerade zu zweit, die in die Kamera schauen. Ja, ich höre schon Stimme von dem. Der zahlt schon Miete. Mein Pickel. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video und dann kommen wir jetzt zu den Kandidaten. Let's go. Stell dich vor. Ich bin der Kerim, ich bin 17 Jahre alt, ja. Ich bin Kurde aus der Türkei und CJ ist die City. Was ist deine Siegesansprache? Meine Siegesansprache ist, Jungs, ich hole den Sieg für uns, wir führen den Serien. Ich muss immer lachen, wenn ich höre, ich bin Kurde aus der Türkei. Ich weiß nicht mehr, irgendwo, das war so ein Meme, Digga, ich weiß aber nicht mehr. Ich bin den Sieg weiter, vertraut auf mich, Habibis Wallah. Denkst du, du wirst die Dame besiegen? Ich werde sie auf jeden Fall mundtot machen in manchen Themen, das kann ich euch schon mal jetzt sagen vorab. Bruder, ich bin sehr gespannt auf dich. Bruder, ich bin auch gespannt auf mich. In dem Sinne? Ich glaube nicht. Willkommen zu der Dame, let's go. Ich heiße Zehra und komme aus Mannheim. Zehra, was ist deine Siegesansprache heute? Ich spreche heute für die Frauen. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, so gut wie möglich zu argumentieren und so gut wie möglich dazu führen, dass die Frauen heute mal wieder gewinnen. Denkst du? Das kann nichts werden. Oh, du wirst gegen Zaza eine Chance haben? Ich hoffe, ja. Du hoffst? Ja, also ich glaube schon, ja. Er hat gerade gesagt, dass er dich... Falsche Einstellung, mit der sie schon reingeht. Null selbstsicher. Mundtot, Mann. Wer weiß, sehen wir gleich. Erste Frage. Wer leidet länger? Es sei Streit oder Beziehungsende? Mann oder Frau? Mann. Wer leidet länger? Ja komm, ich lasse jetzt die Antworten, da bin ich drin. Frau. Und warum Frau? Ich sag von Anfang an, das kommt eigentlich auf die Situation an. Der Mann kann schneller sagen, ey, ist passiert, egal, ich mache jetzt weiter. Das stimmt nicht. Wenn der Mann dich wirklich geliebt hat, dann auf gar keinen Fall. Weil wenn ein Mann liebt, dann liebt er wirklich. Weil dieser Mann hat doch diese Stolz und diese Ehre. Dann ist die Frau von dem Mann die Stolz und die Ehre, verstehst du? Wenn er die wirklich liebt, dann niemals so leicht, niemals. Ich liebe das, wenn Kennex untereinander am Diskutieren sind, Digga. Uiui, was ist mein WLAN passiert, la? Okay, das Internet war kurz weg, aber jetzt geht's wieder. Aber bei Frauen ist das so, egal wie sehr man das überspielt, am Ende des Tages, wenn man abends in seinem Bett liegt, denkt man immer daran. Es kann sein, dass du das nicht mitbekommen hast von einer Frau, weil die dir das nicht gezeigt hat, aber bei einer Frau dauert das echt länger. Nein, auf gar, da bin ich gar nicht deiner Meinung, null, weil also null. Bei dem Mann ist es auf jeden Fall viel schmerzhafter, ich sag's dir, wie es ist. Und das ist auch noch bei manchen Männern ja auch so, dass sie versuchen, keine Gefühle, also keine schwachen Gefühle zu zeigen und das noch zu unterdrücken und sich reinzufressen, das ist nein. Das kannst du niemals vergleichen. Er sagt nicht, keine Schwäche zu zeigen, keine schwachen Gefühle. Geht nicht. Aber das Problem ist, wir lieben einfach öfter, sage ich mal, als für die Jungs und ehrlicher. Eben, lass dir das Problem. Nein! Ihr liebt öfter als nur einmal. Lass mich aussprechen. Nein, lass mich aussprechen. Hä? Bei euch ist das so, ihr geht auch manchmal eine Beziehung ein, obwohl ihr nicht liebt. Und das Mädchen liebt in dem Moment. Ja, okay, aber ja. Die Rede war jetzt davon, wenn man sich liebt. Du gehst gerade von einer anderen Sache aus. Du hast gerade gesagt, wenn der sie verarscht. Aber was tut mich das? Wir reden gerade über richtige Liebe. Trotzdem, nein. Ich finde Mädchen. Na, baller nein. So, ich sag mal so meine Meinung, ja, ist immer unabhängig so, also immer unabhängig von der Person, ne, wie eine Person lieben tut. Ich kann nur eins sagen, ich finde, dass das bei den Frauen so ist, dass, also wer tut mehr lieben und wer ist danach, sage ich mal, angeschlagener, ne, wer ist verletzlicher, also ich sag mal so,
die Frau nach der Trennung leidet sofort, also sie zeigt es, sie leidet, ne? Bei ihr ist es aber so, erste Woche sie leidet, zweite Woche so ein bisschen weniger, dritte Woche irgendwann ganz weniger, vierte Woche, sie hat ihn komplett vergessen, geht mit ihren Mädels, was weiß ich, feiern, abschalten und vergisst ihn, weißt du? So, der Mann, ja, dann geh. Der ist so einer, der sagt, geh. Was juckst du mich? Geh, sagt er. Erste Woche kein Problem. Zweite Woche, da war doch irgendwas. Irgendwas fehlt mir. Dritte Woche, oh, shit, Digga, Alter. Ey, Alter, ich bin Single. Boah, ich hab die verlassen, ich Esel. Und jetzt merke ich erst, was ich eigentlich verloren habe, Digga. Erst jetzt wurde mir bewusst, Digga, wie wichtig diese Person für mich war. Ich Idiot. Vierte Woche, vorbei, Digga. Bam. Ey, wo ist mein Mädchen, Digga? Und dann läuft er hier hinterher. Und in der vierten Woche ist das Mädchen aber schon über ihn hinweg. Und das Mädchen hat ihn vergessen, Digga. Und dann, wenn es zu spät ist, kommt der Mann. Und dann ist vorbei, Digga. So ist das halt, weißt du? Das werde ich nicht entscheiden, das werden die Zuschauer in den Kommentaren entscheiden, wer besser argumentiert hat. In dem Sinne, kommen wir zu der zweiten Frage. Wer versucht Stress eher zu vermeiden? Das heißt Streit und alles. Mann oder Frau? Mann. Mann. Beide Mann. Warum Mann? Der Mann hat dafür keinen Kopf. Es ist auch meistens öfter so, dass wenn man sich streitet, dass der Mann ist versucht vorher zu klären und das Mädchen immer noch so zickig drauf ist. Ist einfach so. Stimmst du zu? Ja, aber ich will was dazu sagen. Ich glaube, das ist Lüge. Nein, nicht so. Also ich finde auch Mann. Weil bei uns Frauen ist das einfach so, manchmal hat man Gefallen daran, mit einem Mann zu diskutieren, weil das ist ja auch mäßig eine Art von Gespräch führen. Die ist echt krass, Gespräch führen, indem man streitet und diskutiert, ja, ne? Man hat manchmal Gefallen daran. Ja, Gefallen daran an Streit? Man hat einfach Gefallen daran, weil man sich denkt, okay, so, ich bin in seinem Kopf drin, der macht sich jetzt so Kopf. Hä? So. Anstatt du einfach liebevoll zu mir bist und positiv in meinem Kopf bist, will die negativ in meinem Kopf sein. Du bist krass, du kriegst eine Medaille vor mir nach dem Video. Nein, wir sind einfach kompliziert. Ja, du sagst selber, Frauen sind kompliziert. Ja, ist so. Okay. Ja, das stimmt schon auf jeden Fall zu. Ja, jede Frau denkt anders. Ja. Bei Männern ist das oft so, dass viele Männer gleich denken, aber jede Frau denkt wirklich anders. Da stimme ich den beiden schon zu, ne? Also Frauen streiten auf jeden Fall lieber als Männer, ne? Wie gesagt, Männer so, ne, wie der Junge schon sagte, die haben keinen Kopf dafür, die haben keine Lust. Männer versuchen eigentlich immer Streit aus dem Weg zu gehen. Frauen sind so gerne so, die so ein bisschen rumzicken und das Ganze gerne mal ausdiskutieren, ne? Leider vergessen auch Frauen manchmal so ihre Grenzen, ne? Überschreiten ihre Rolle und das ist ja auch der Grund, warum viele Männer leider handgreiflich werden, ne? Ich habe selber mal so mitbekommen, dass die Frauen einfach so ihre Grenzen nicht kennen und es den Mann so krass dann, sage ich mal, stressen, indem sie laut werden, schreien und einfach nicht aufhören, so weißt du. Manchmal ist es dann wirklich leider die Schuld. Ja, was heißt die Schuld der Frau? Niemals sollte der Mann handgreiflich werden, aber manchmal ist es halt so, dass die Frauen abnormal ekelhaft sind und einfach schreien, beleidigend werden und ihre Rolle übertreiben, ne? Was, wo der Mann überhaupt keinen Kopf drauf hat. Man merkt so, der Mann will gar nicht streiten so und die Frau es einfach dann übertreibt. Ne, letztendlich aber niemals sollte ein Mann dazu greifen, aber es ist schon so, ja, doch wirklich, es ist so, dass die Frauen schon gerne streiten und, ne, so, ja, ist halt so. So, wie sie schon sagte, Frauen sind kompliziert, aber ja, was soll man machen? Zur nächsten Frage. Es geht um Gleichberechtigung Mann und Frau. Wie meinst du Mann oder Frau? Also meinst du, wer mehr Recht? Ist aber nicht auf jede Frau bezogen, ist nur so von einem großen Teil, wovon ich gerade spreche, ne, ist von einigen, nicht von allen. Nicht jede Frau ist so. Rechte hat oder was? Er das sagen, Mann. Kommt immer drauf an. Jemand, der die Familie oder diese Beziehung so auf mäßig Beinen hält, weißt du, so wie der Kopf, weißt du? Der Stamm des Hauses. Der Stamm des Hauses, so, weißt du? Und wenn er dann sagt, guck mal, das ist nicht gut, mach das nicht. Oder ich vertraue zwar dir, aber den, was viele nicht verstehen, ich vertraue zwar dir, aber den anderen Jungs nicht, was keiner versteht. Aber das kann auch von einer Frau aus sein. Wenn der Mann viel rausgeht, kann die Frau auch sagen, ich vertraue dir, aber den anderen nicht. Jeder hat gleich viel zu sagen. Ein Mann kann sich aber freizügig nicht anziehen. Ein Mädchen schon. Und dagegen haben viele Jungs etwas. Die Frage wird gerade voll falsch auseinandergenommen, Digga. Wer hat mehr Rechte, war doch die Frage. Kann ein Mann feiern gehen? Das schwankt gerade von meinem Thema abmäßig so. Zum Beispiel, du kannst im Sommer beispielsweise Hotpants anziehen. Aber trotzdem kannst du umgeben von Frauen sein, wo man sagt, ey, ich vertraue dir aber den Frauen nicht. Weil man weiß nicht, was da passiert. Weißt du, egal, ob du freizügig bist oder nicht. Eine Frau kann ich trotzdem anziehen finden, auch wenn du komplett zugeschlägt bist. Also heißt, ich soll gar nicht rausgehen? Im Winter sind noch auch Freunde um mich rum, hä? Ich meine das ja
ja nicht. Nein, du verstehst mich nicht. Du redest gerade von der Person selbst. Ich rede gerade von deinem Erscheinungsbild, wie du dann bist, wenn du halbnackt angezogen bist. Das sag ich ja. Es kann auch sein, dass eine Frau dich anziehen findet, genauso sehr, wie du eine halbnackte Frau anziehen findest, wenn du angezogen bist. Aber das ergibt keinen Sinn. Eine Frau kann mich auch, guck mal, ich bin jetzt gerade ganz normal so wie mäßig Winter angezogen, ne? So, ja. Eine Frau kann mich auch jetzt auch trotzdem anziehen finden und dich, ein Mann, trotzdem, obwohl du auch anständig angezogen bist. Aber die Gefahr ist doch größer, dass ein Mann dich anziehender findet, wenn dein halber Arsch draußen hängt. Verstehst du, was ich meine? Guck, das ist das. Hormone. Das sind Hormone, das ist normal. Wenn die Frau, also guck mal, wenn der Mann mich anzieht, findet, was soll ich da machen? Das kann der auch machen, wenn ich angezogen bin. Solange du das Vertrauen in die Frau hast, ist da kein Problem. Das ist aber so, guck mal, ich sage mal beispielsweise, du hast einen Hund, okay? Und du zeigst nur ein Stück von dem Futter. Das wäre, wenn du dann nicht, ey, wenn du ganz angezogen bist. Außer ich packe die ganze Packung aus, dann ist der Hund gierig und will direkt drauf gehen, so wie wenn du dich auspackst. Guck, ich rede jetzt mal kurz von mir. Wenn ich in einer Beziehung bin, würde ich mir niemals von einem Mann sagen lassen, ey, ich will nicht, dass du das anziehst. Weil solange du Vertrauen in mich hast, wirst du damit kein Problem haben. Nein, guck mal. Nein, das es ist hat so. Nichts mit deinem Vertrauen zwischen doch. Der Nein! Doch! Wenn du dich halbnackt anziehst, gucken die Männer hinterher mit ihren Augen, die gänzen sich auf dich. So passiert das. Das juckt mich doch nicht und das hat dich auch nicht zu jucken, weil wir in einer Beziehung sind und nicht wir mit einem anderen Mann. Trotzdem bin ich nicht. Trotzdem! So, ganz kurz. Das Mädchen hat nicht ganz unrecht, ne? Nochmal, dass wir so auf die Frage nochmal eingehen, wer hat mehr Rechte? Das Thema hatten wir ja auch schon mal bei mir, was viele von euch falsch verstanden hatten. Ne, da hatte ich ja meine Meinung geäußert. Wer hat mehr Rechte? Ne, man muss natürlich sagen, wir leben in einem freien Land. Ne, wir leben in einem, also die Welt ist, wurde modernisiert. Ne, wir leben im 21. Jahrhundert. So, ne, wir sind keine Steinzeitmenschen. So, natürlich, es herrscht Gleichberechtigung. Ne, man sollte schon das tun und lassen, was man möchte, so der Mann und die Frau, also beide dürfen das tun, was sie möchten. Das heißt jetzt nicht, der Mann darf das, die Frau darf das nicht, so geht es natürlich nicht. Ne? Die Frau kann den Beruf ausüben wie der Mann und umgekehrt. Die Frau muss nicht nur zu Hause bleiben, kann auch arbeiten gehen. Sie kann tun und lassen, was sie möchte. Wenn der Mann feiern geht, kann auch die Frau feiern gehen. Das ist Gleichberechtigung hinher. Ich sage nur eine Sache dazu. Das ist so eine Ansicht des Glaubens, meiner Meinung nach. Man sollte einfach mal schauen, so dass man den Weg, sage ich mal, des Glaubens geht. Ne? Zum Beispiel ich als Muslim, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die eine Muslima ist, dann würde sie von sich aus wissen, dass sie gar nicht mit Hotpants rausgehen darf. Warum? Warum ist sowas im Islam verboten? Ne? Man soll seine Reize bedecken, deswegen soll man ja auch Kopftuch tragen, weil auch schöne Haare einen Mann reizen. Ne? Genau, das ist das. Ne? Sobald du dich an deinen Glauben hältst, ne, dann gibt es sowas nicht wie wer hat mehr Rechte, wer hat keine Rechte. Sobald die Frau weiß, ich darf mich nicht so kleiden, ich darf nicht feiern gehen, kein Alkohol trinken, dann darf sie tun, was sie möchte, weil alles, was sie dann tut, ist halal sozusagen, also erlaubt. Weil wenn sie ganz genau weiß, das darf ich nicht, das darf ich, dann kann der Mann auch nicht sagen, ich verbiete dir etwas oder gib dir keine Rechte. Aber, ja, wenn du halt in so einer Welt, in dieser Zeit lebst oder vielleicht eine Nicht-Muslima hast als Freundin oder auch eine, ne, Teilzeit-Muslima, so, die eine auf Muslima tut, die dann sich aber freizügig anzieht mit Ausschnitt, die feiern geht, klar, dass du sauer bist, eifersüchtig wirst. Das ist normal so, als, vor allem als Muslim. Du denkst dir so, ey, was soll das, ich finde das nicht okay. Und dann verbietest du eigene Dinge. Und dann kommen wieder die Leute aus Deutschland oder anderen Ländern, die Nicht-Muslime, das ist wiederum diese Spaltung. Man kann dieses Thema nicht so auseinandernehmen. Das geht nicht. Du kannst mit einem, zum Beispiel Christ und Muslim, so ein Thema nicht auseinandernehmen, Digga. Das geht nicht. Weil sagen wir mal, rechts ist Christ, sagen wir mal, hier ist zum Beispiel ein Muslim. Nö, das geht nicht, bla bla, ich verbiete dir freizügig rauszugehen. Hier längst Christin sagt aber, nö, warum? Die Männer können mich hier anschauen, das sind ja ihre Sachen, also ist ja egal, was sie denken, aber solange ich nicht zu ihnen gehe und ne, wir zusammen sind, bla bla, ist halt Bullshit, Digga, weißt du? Deswegen, also, das ist meine Meinung, klar, jeder hat dieselben Rechte, aber ist immer so eine Sache des Glaubens. Deswegen, Leute, sucht euch immer gut bedacht aus, wen ihr heiraten werdet. Ne? Achtet darauf, dass es meist immer dieselbe Religion ist. Ne? Achtet darauf so, dass ihr dieselben Interessen habt. Aber ne, wenn ihr guckt, so dass ihr komplett verschieden seid, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn die Ehe irgendwann zu Ende geht. Leute, wir wurden kurz von der Polizei unterbrochen. Es geht jetzt weiter. Ich würde mal sagen, die Frage reicht erstmal aus. Ihr habt mir beide schon Kopfschmerzen gemacht, ja? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in den Kommentaren gleich abgehen wird. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Wer ist sozialer? Mann oder Frau? So zum Beispiel treffen, feiern. Mann. Frau. Frage habe ich nicht verstanden. Wie, wer ist sozialer? Treffen oder Mann? Mann beim Treffen oder... Weil eine Frau immer Scham in sich hat. Immer Scham mit sich führt. Immer. Egal welche Frau... Auch eine Prostituierte hat immer Scham mit sich.
Eine Prostituierte hat immer Scham mit sich. Ach so. Also an die letzte, die auf der Straße an der Seite war, an die ich mich erinnere, die hat mich zu ihr gewunken und hat gesagt, komm, bist du. Stopp. Ja? Nein. Ein Mann muss immer erst seine aufrechte Art zeigen beim ersten Treffen und ist immer tausendmal anständiger. Okay, tausendmal. Was redest du? Stopp. Halt deine Fresse. Okay, ich verstehe jetzt, wie die Frage gemeint war, aber das ist auch wiederum so eine Sache. Du kannst Mann und Frau nicht verallgemeinern. So. Das ist immer abhängig, Digga. Es gibt Männer, die sind ein bisschen schlimmer drauf, die sofort das eine wollen. Es gibt Frauen auch so die Richtung, die in diese Richtung gehen. Wiederum, die aber auch in eine andere Richtung gehen. So. Ja, ist schwierig. Wenn ich mich mit einem Jungen treffe, dann habe ich Bauchschmerzen. Man kann ja auch nur aus Erfahrung sprechen. Das, was sie gerade von sich geben, ist dann die Erfahrung, die sie wiedererlebt haben. Das heißt, wenn der Junge sagt, ey, wir Männer sind zurückhaltender, das heißt, wenn er sich früher mit einem Mädchen getroffen hat, war er zurückhaltender, weißt du? Ich schäme mich so vor dem Jungen. Ich weiß nicht warum, aber ist einfach so. Warte mal, die Frage war anständig, nicht wer schämt sich mehr. Junge, das ist Anständigkeit. Das kann man nicht so sagen, wer ist anständiger beim Treffen, Mann oder Frau, das gibt's nicht. Wenn ich mich schäme, schrei ich so. Warte, okay, ich schäme mich vor meinem Vater, darum bin ich anständig, ne? Hä? Ja, für deinen Vater schon. Ich schäme mich doch aber nicht neben meinem Vater. Aber trotzdem bin ich anständig zu dem. Feiern. Walla Billa Frauen, da kannst du nicht Mann sagen. Walla Billa Frauen. Ein Mann tanzt an und die Frau schickt mit dem Arsch. Du sagst deine. Ja, wer ist schon mal beim Feiern? Ist auch wiederum so eine Sache. Ich meine, die Frauen sind natürlich halbnackt gekleidet. Man sieht Dekolleté, ne? Hinten dies, das. Tanzen. Männer tanzen auch, sind normal gekleidet. So. Ja, bei Frauen ist halt so, ne? Das Aussehen spielt eine große Rolle. Die sind halt immer sehr, sag ich mal, gering gekleidet. Ach, ja, schlimmer beim Feiern kann man so gar nicht sagen, so weiß man nicht, Digga. Beide trinken Alkohol, beide feiern, beide wollen Spaß, kann man jetzt nicht so sagen. Der Mann fängt an, aber die Frau bringt es zu Ende. Einen, Hast jetzt tanzen gesagt. Ich meine, ist für die Feier nur. Ja, auch wenn die Frau jetzt, nur weil die Frau jetzt halt ihre Reize hat, ne, und das zur Geltung bringt, heißt jetzt nicht, dass sie schlimmer sind, ne, weil man beim Mann jetzt nicht viel sieht, ne. Puh, schwierig zu sagen, so. Wie gesagt, das hängt immer davon ab, ist die Frau so eine, die Spaß haben will und gibt und ne, das eine will. Der Mann kann genau auf demselben Trip deswegen dort sein und will eine abschleppen oder wollen die einfach nur ihren Spaß haben und feiern, weiß man halt nicht. Von einer Frau an den Arsch gehen und die macht... Nein, aber ich komm dann, guck mal, jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, aber ich geh doch nicht auf mein Kier zugewackelt zu der. Ich geh erst ganz mal zu dem Mädchen, tanz ganz mal und das Mädchen fängt dann an, ihren Körper gegen meinen Körper zu reiben. Wenn ein Junge trinkt, ne, und in der Diskothek ist, so, ist er asozialer als wie eine Frau. Er versucht sich charmanter zu benehmen und damit er Aufmerksamkeit von der Frau bekommt, die er möchte. Ja, aber oft wird das auf eine asoziale Art gemacht. Ich verstehe aber die Frau, was sie sagen möchte. Ich glaube, das ist auch schon so häufiger der Fall, dass wenn beide Parteien jetzt Alkohol trinken, dass die Männer auf jeden Fall respektloser sind, ne? Dass sie da so rumschreien und die Frauen machen und dies und das. Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man Alkohol trinkt, wie wenn man betrunken ist, wenn man was für einen Modus hat. Also ich kann es mir vorstellen, dass man einfach nicht klar denken kann. Aber so wie ich es immer in der Stadt mitbekomme, wenn ich die Leute sehe, die am Saufen sind, dass die Männer auf jeden Fall sich nicht unter Kontrolle haben und Frauen schon eher so. Also auf jeden Fall mehr Scham haben. Asozial wäre, wenn der Mann da auf den Boden spuckt, ey du, wie geht's dir so? Das wäre asozial. Aber sich ein bisschen protziger zu fühlen, um dann so die Aufmerksamkeit von einer anderen Frau anzuziehen, ist nicht asozial. Aber eine Frau macht es auch nicht auf eine asoziale Art und Weise. Sie sagt ja nicht, ey du, komm mal jetzt mit mir, nein. Aber eine Frau macht das auf eine perversen Art und Weise. Und das führt dann zu Asozialität. Es ist nicht pervers, wenn der Mann mit seinem kommt und... Ja, macht er aber nicht. Macht er ja nicht. Du hast das gerade selber gesagt. Ich meinte, wenn. Aber das ist doch asozial, wenn der das macht. Ey, was laberst du? Junge, ist so. Der Mann geht erst zu der Frau und dann bringt die Frau das so weiter. Ja, aber die Frau, aber das zuerst, sagt er selber. Sagt aber zuerst der Mann. Ey, ihr redet die ganze Zeit über eine Situation, Mann. Ich frage, wer ist sozialer? Ja, also, geht die ganze Zeit aus. Für mich sind soziale Männer. Okay. Nein, du? Ich finde Frauen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der letzten und ehrenlosesten Frage. Wer ist... Ich würde aber auch sagen, so verallgemeinert, dass Frauen sozialer sind. Sprich, erste Treffen, dies, oder? Ist schon, weil ich weiß, wie viele Männer sind, ne? Natürlich nicht alle Männer so, aber ja, ist, wie gesagt, ist eine schwierige Frage. Ist abhängig vom Typ her, vom Mensch her. Dreckiger beim Treffen. Ja, ist wieder so eine Frage. Ist auch eigentlich fast dieselbe Frage wie davor.
Das? Beim ersten Treffen? Beim Treffen. Beim Treffen generell, wenn man sich... Meinst du mit Taten oder auch wenn man redet? Ich rede selbst. Ja, ist eine dumme Frage. Pervers, aber ich spreche... Jan, das sind leere Worte. Sag einfach, Mann oder Frau? Also mit Taten, Männer. Nein, Bala Billa, nein. Es ist doch nicht pervers, an die Hüfte zu packen, oder? Frau, 100% Frau. 100% Frau. Ich habe sogar die Bestätigung von Frauen bekommen. Bala Billa sogar. Frau ist allgemein tausendmal perverser. Tausendmal, die hat so viele Gedanken, ne? Bala Billa, Frauen sind deutlich perverser. Deutlich. Nur, die können das gut unterdrücken. Die können das gut verstecken. Ja. In unserem Kopf oft, ne? Also... Also hast du gerade selber Nein, im Kopf, aber ich meine während des Treffens. Du weißt ja nicht, was in meinem Kopf abgeht. Das Problem ist, ich glaube eher, dass Frauen einfach aufgrund ihres Charmes, ne, dass sie natürlich, die haben vielleicht irgendwelche Gedanken, die sie aber unterdrücken aufgrund ihres Charmes, ne, die bringen das nicht so, ne, direkt raus. Aber Männer sind halt so ohne Charme einfach so. Das, was sie denken, sprechen sie aus. Das, was sie denken und tun wollen, machen sie einfach und greifen nach der Frau. Würde ich schon eher sagen, dass die Männer dreckiger sind. Die Frau hat so tausende Szenarien im Kopf, die hat schon... Von den Taten her, ne, nicht von der Denkweise. Alles vorgeplant. Was letztendlich zählt die Tat. Beantworte mir die Frage, warum dann, wenn man aus Hotelzimmer beispielsweise geht, warum dann die Frau schon mal die Dessous anhat und der Mann nicht? Willst du einen Tanga anhaben, kann ich dir besorgen bei Victoria. Dessous und Unterwäsche ist was komplett anderes. Weil Abila sogar Dessous ist was anderes. Ja, tamam, okay, aber... Nein! Du meinst gerade Szenarien, ne? Nein, du meinst gerade Szenarien. Nimm. Guck. Nein! Hä? Die Szenarien, die eine Frau im Kopf hat, sind nicht immer pervers. Doch! Überwiegend! Nein! Wallabilla! Wallabilla doch! Wenn neben Lambo, meine Mutter fragt mich gerade, von wo haben wir die Stühle eigentlich besorgt, Digga, mitten in der Stadt? Boah, Wallabilla, ey! Ja! Lach. Und jetzt beantwortet mir mal im Chat, wenn eine Frau einen Mann schlägt. Darf der Mann sie zurückschlagen oder nein? Sollte er oder nein? Ich habe eine ganz klare Antwort dazu, aber ich würde mal gerne von euch wissen, sollte der Mann zurückschlagen, hat die Frau es verdient, ja oder nein? Ich rede jetzt nicht von so ein bisschen Spaß, ich rede von Ernst. Boah, da kriegt der richtige Ding auf den Kopf. Voll aggressiv. Reicht. Traum reicht. Am Ende des Videos frage ich immer, denkst du, du hast sie besiegt? Ja. Wir haben beide eigentlich gleich gut argumentiert. Deine Ansage nochmal an die Männer da draußen, beziehungsweise an die Frauen. Die Frauen können dich ja auch unterstützen, weil du gut argumentiert hast. Beide waren jetzt nicht stark und waren eher normal, war jetzt nicht krass. Also es ist schon so ein Unentschieden. Ich könnte jetzt ehrlich nicht sagen, wer gewonnen hat. So. Es war so ein Hin und Her. Des Öfteren waren die sich auch einig. War so ein Hin und Her. Was sagst du nochmal deine letzten Worte? Also, so wie ich es gerade dargestellt habe, so ist nicht jede Frau. Ich habe jetzt so mäßig allgemein geredet. Jeder von euch ist ein Schatz. Ihr seid alle wertvoll, Habibis. Damit hast du auf jeden Fall jetzt Pluspunkte gesammelt. So, und du? Ich habe ja gerade versucht, so für die Frauen zu sprechen. Ich konnte auch nicht natürlich ausschließen, dass Jungs anders, also manche Jungs anders sind, weil ich habe nur über das geredet, was ich kenne. Also, ich hoffe, ich konnte es euch gerecht machen. So, Leute, es hängt an euch. Ihr könnt jetzt entscheiden, wer besser argumentiert hat. Kerim? In die Kommentare oder selber in die Kommentare. Okay, das war's dann auch schon mit dem Video. Bin ich mal gespannt, Leute, was ihr sagt, Mann oder Frau, wer gewonnen hat, ne? In dem Sinne, ja, schönes Thema. Muss dann aber vielleicht ein bisschen älteren, erfahrenen Personen machen, sage ich mal, ne? Nicht mit Kindern, also was heißt, der Junge war ja 17, ich denke, das Mädchen war auch unter 18. Die halt so ein bisschen mehr Erfahrung haben, ein bisschen im Leben Erfahrung gesammelt haben und schon einiges hinter sich haben, weißt du, die sich auch besser... die auch besser argumentieren können. Aber gut, ansonsten war es ein gutes Video, gutes Thema so, ne? In dem Sinne, das war's mit der Reaction. Ich glaube, wir haben echt viel gelabert. Digga, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.